Hallo, ich grüße euch auf meinem Kanal. Ja, ein Riesenteil steht hier auf meinem Tisch. So einen großen Technikwagen habe ich auch noch nicht gebaut. Also so diese Bugatti-Größe, Porsche, je nachdem. Ja, ich war irgendwie immer noch mal so eine Stufe kleiner bei den Creator Cars, die ja doch nicht ganz so groß sind. Fangen wir doch direkt auch mal mit den Maßen an. Dann vergessen wir das nicht. Der hat eine Länge von knapp 47 Zentimetern. Breite über die Spiegel ist 22 und die Höhe sind circa 13,5 Zentimeter. Ja, der ist nicht motorisiert, aber ja, dadurch auch noch relativ leicht für die Größe und für die Teileanzahl. Und den habe ich euch in dem Hall gezeigt. Der ist also von Mold King bei Your World of Building Blocks bestellt und ja, hat knapp 1900 Teile. 8 plus, das würde ich jetzt sagen, ja, deutlich plus, weil es sind schon teilweise Sachen, wo man sehr viele Liftarme auf Pins in einem Arbeitsgang drücken muss. Und das erfordert nicht nur Kraft, sondern auch Geschick und das hat ein 8- oder 9-Jähriger sicherlich noch nicht. Gut, ich habe wieder mal, das hatte ich ja auch angekündigt, soweit es geht, Pins ersetzt durch gelbe oder teilweise auch durch Klarsicht, wo das möglich war. Und dadurch ist der jetzt von den Pins her schon mal ein bisschen entspannter. Wenn sich den jetzt von vorne anschaut, ist natürlich super gelungen. Diese Audi-Ringe, denn es soll ja ein Audi R8 eben sein. Und die Firma Mold King kaschiert das so ein bisschen mit Aude. Ja, das ist schön von denen, dass sie das machen. Hier hört ihr schon den mitlaufenden Zehnzylinder klackern. Ja, also es ist schon wirklich ein tolles Stück. Mal eine Seitenansicht. Ja, schöne Felgen, definitiv gelungen. Und ja, das sind so ein paar Dinge, wo ich halt wirklich Pins ersetzen konnte. Hier an den Türen habe ich teils Klarsicht, teils Gelb genommen. Das hätte jetzt auch wunderbar blau rausgeleuchtet. Und wo es mir noch irgendwie möglich war, habe ich es versucht. Was man so an roten Pins noch sieht, das sind diese kleinen Zweier-Pins. Die leuchten halt jetzt durch. Hier hinten habe ich mal diesen Audi Sport auch aufgeklebt aufs Kennzeichen. Mal gucken, ob ich mir da noch irgendwas an Stickern besorge. Aber ich werde den, glaube ich, nicht tapezieren. Der Stickerbogen, der war ohnehin auch etwas verknickt. Das war jetzt der Lieferung vom China-Versender geschuldet. Der ist ein bisschen länger als das Handbuch, die Bauanleitung. Und dadurch war der so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ich habe jetzt wirklich nur diese beiden Kennzeichenaufkleber verwendet, weil Audi Sport so groß und dieses SR ist irgendwie auch sinnfrei. Das braucht man nicht aufkleben. Und bei den anderen Werbeaufklebern weiß ich nicht, ob sie da auch noch irgendwie Namen verwechselt oder ausgetauscht haben, verfremdet haben, muss man ja eher sagen. Also der fliegt weg, braucht man nicht. Gut, dann kommen wir mal zu den Teilen, die übergeblieben sind. Das ist eine Menge. Also klar, natürlich durch die Pins sind jetzt auch einige blaue Pins übergeblieben. Ein großes Paneel. Bei den Liftarmen ist ein 9er Liftarm und so ein 15er übergeblieben. Da gab es eine Korrektur in der Bauanleitung. Dann gibt es hier zwei Carbonachsen. Leider aber auch keinerlei Hinweise. Ich habe die auch viel zu spät im Karton gefunden. Die lagen ganz unten in diesem Extratütchen. Wo ich die hätte verbauen müssen. Auf dem langen Antriebsstrang hätte man sicherlich mehr machen müssen. Dann seltsamerweise von diesen Kugelgelenken einige Liftarme. Den habe ich ausgetauscht, zeige ich euch gleich warum. Also es ist ein bisschen was über, aber auch dadurch bedingt, dass ich den ausgetauscht habe.
Was ich euch hier auch noch erstmal zeige, ist quasi die elektronische Anleitung. Die habe ich mir jetzt nicht bei Mold King runtergeladen, sondern von dem Mocker, der das ursprüngliche Modell designt hat, dem Artemi Sotov. Die 12 Euro habe ich noch investiert, weil für den habe ich jetzt quasi knapp 60 Euro nur bezahlt. Und das ist natürlich ein Schnapper. Da waren mir diese 12 Euro dann fürs Gewissen auch nochmal wert. Also ein bisschen anders geht er in der Baurichtung vor. Also die Reihenfolge hier baut er das quasi so als ein großes Chassis, was hier oben dann aufgesetzt wird. Das wird bei Mold King anders gemacht. Das sind halt so Unterschiede. Klar, die Farbe ist natürlich auch nochmal ein großer Unterschied. Aber ansonsten habe ich jetzt so beim ersten Durchblättern nicht sonderlich große Unterschiede feststellen können. Ja, hier sind wir bei den Türen. Also es gibt jede Menge Funktionen und die sind teils auch mit Dämpfern halt versehen. Also zum einen federt er auf der Hinterachse und auf der Vorderachse. Vorderachse ist der Weg natürlich immer etwas kleiner als auf der Hinterachse. Das ist oft so. Jenen habe ich schon ein bisschen was modifiziert. Ich hatte mal versucht, hier eine Glasabdeckung zu bauen, aber man muss natürlich oder sollte noch an diese Lenkung rankommen. Wir haben eine Hand-of-God-Steuerung, aber auch das Lenkrad dreht sich mit. Das ist schön designt, auf jeden Fall nochmal schön umgelenkt zum Lenkrad hin, dass man das also auch drehend sieht. Und das dreht sich auch schön schnell, weil wenn man so einen Volleinschlag macht im Auto, wisst ihr, das geht nicht mit einem kleinen Einschlag, da muss man schon ein paar Mal kurbeln. Ja, und hier hinten lässt sich dieser Motorraum auch aufklappen. Und das ist natürlich genial, hier mit Federbeinen gedämpft, geht dann auch schön satt zu. Das ist natürlich schon mal eine ganz coole Funktion. Ja, hier hinten sieht man halt den Zehnzylinder, der auch mitläuft. Wir haben drei Differentiale verbaut. Und da seht ihr ihn jetzt richtig mitlaufen. Und er läuft mit auch über die Vorderachse. Das ist schon klasse. Also nicht nur hinten, sondern auch vorne treibt man diesen Zehnzylinder an. Das ist schön gemacht. Ja, von hinten diese Beleuchtungseinheit, das ist auf jeden Fall auch sehr schön gebaut. Die Diffusoren hier hinten auch sehr schön gemacht. Da habe ich auch einiges an blauen Pins quasi ersetzt. Gut, dann gucken wir mal in den Fahrgastraum. Also, wir haben Türen, die sich öffnen lassen. Und die lassen sich nicht irgendwie nur öffnen, sondern die haben sogar noch einen Verschluss. Also, man muss hier den Griff betätigen. Und dann hat man hier eine Tür, die sogar auch hier nochmal mit einem Federbein gesichert ist, beziehungsweise halt nochmal ein bisschen Halt bekommt und dann hier auch so eine Position, wo sie dann anschlägt. Geht also nicht total weit auf, sondern wirklich in einem schönen, realistischen Winkel auch auf. Hier habe ich jetzt eins dieser roten Federbeine, was ihr hier seht, ersetzt, weil das hier, seht ihr, ist mehr umwickelt. Das ist noch ein bisschen kräftiger und das war mir für diesen Verschluss hier deutlich zu viel. Und hier ist jetzt ein etwas schwächerer und geht das auch leichter. Wenn man das jetzt zumacht, rastet das ein und kriegt man so nicht auf, ohne den Türriegel aufzumachen. Was wir noch haben, hier im Fußraum seht ihr, gibt es einen wunderbaren Stellhebel. Und wenn man den zieht, dann geht die Motorhaube auf. Also richtig cool gemacht. Und ihr seht, die geht auch schön weit auf. Dann haben wir hier, also ja, Motorhaube. Der klassische Fehler ist natürlich nicht die Motorhaube, sondern ist der Kofferraum. Hier haben wir wirklich eine richtig schöne Wanne. Da kann man also richtig was reinlegen. Ich weiß nicht, die würden jetzt wahrscheinlich nicht reinpassen. Doch, die passen rein. Kriegt man hier so zwei Teiletrenner locker rein. Also da ist Möglichkeit, sich noch was zu basteln. Wirklich noch einen Koffer oder so aus Bricks zu bauen. Schöne Sache. Den sollte man dann möglichst so zu
fallen lassen, macht man ja in der Realität auch. Da geht man ja auch nicht nach innen, um den Hebel nochmal zu betätigen, weil das wäre dann etwas schwergängiger. Und der Hebel, seht ihr, der hat sich jetzt wieder nach vorne gestellt. Was wir noch haben, ist hier ein Hebel, wo man den Spoiler hier hinten rausdrückt. Und das geht jetzt momentan ein bisschen schwergängig. Da muss ich nochmal nachgucken, warum das nicht geht. Das ist irgendwie auf einem relativ weichen Gestänge im Prinzip untergebracht. Das hat nicht so viel Halt. Und irgendwo hängt der hier. Also der stellt sich normalerweise hier noch so ein bisschen raus. Das ist aber jetzt nur so ein Stückchen. Ne? Den sollte man nämlich dann auch wieder hier so reinfahren, weil wenn man das jetzt hier an dem Hebel ziehen würde, würde der sich natürlich auseinanderziehen. Der ist auch nur mit so einem Zweierarm hier drin. Also das ist jetzt eher eine kleine Spielerei, die leider nicht so gut funktioniert. Also da muss ich nochmal gucken. Hier ist halt, hier kann ich viel drücken, aber da baut sich irgendwo ein kleiner Widerstand auf. Und somit geht das Ding leider nicht so schön raus. Da muss ich nochmal gucken, vielleicht hat sich da irgendwas verhakt. Aber das ist jetzt nicht die allerwichtigste Funktion. Die Sitze, ja, die lassen sich rudimentär so ein bisschen nach vorne klappen. Das ist aber eher nicht als Funktion gedacht, aber wird natürlich auf dem Karton, den ich ja nicht habe, aber hier auch auf dem, wo haben wir es hier, Adjusting Seat, wird also hier natürlich auch nochmal beworben, aber das ist jetzt eher eine Kleinigkeit, die nicht wirklich viel hermacht. Was hat das denn jetzt hier? Irgendwas hat hier geklackert. Irgendwas ist hier runtergefallen. Keine Ahnung. So, die Spiegel auch gut gemacht. Könnte man jetzt eventuell auch durch Klarsichtpaneele noch ersetzen. Ja, was haben wir noch? Habe ich irgendwas vergessen? Also hier, das war halt mal so ein Versuch, zumindest so eine unterbrochene Glasabdeckung zu machen. An die Lenkung möchte man ja vielleicht schon noch rankommen, aber ja, mal schauen. Also das war jetzt mal so ein erster Versuch, nur um zu zeigen, dass man das durchaus noch machen kann, weil das hier eben durch die langen Liftarme durchaus möglich ist, da auch innen normale Pricks in richtigen Abstand reinzusetzen. Ja, also hier habe ich so zwei Baurichtungsumkehrer reingesetzt, sonst wäre das natürlich so nicht möglich. Aber das sind coole Funktionen. Diese Flex-Hoses, finde ich, sind auch sehr gut gelungen hier, um diese Radkästen nochmal mit dieser Rundung zu versehen. Und da bin ich eigentlich auch mit zufrieden. Der hier hat sich jetzt so ein bisschen nach innen verabschiedet. Sollte eher so ein bisschen außen aufliegen. Ja, also wirklich ein empfehlenswertes Modell, finde ich. Der liebe Bricktendo hatte den ja auch schon mal vorgestellt vor einigen Monaten, hatte ihn aber nur so als Leihgabe, also durfte ihn aufbauen und vorstellen und hat ihn dann aber auch wieder abgeben müssen. Nee, also gefällt mir wirklich sehr gut, macht sich auf jeden Fall gut. Auch die Scheinwerfer, das ist schon richtig klasse gelungen. Und auch diese Wabenstruktur hier, die ist auch gut gelungen. Das ist jetzt, wirkt so ein bisschen wackelig, aber ja, ist von der Bauart her nach unten reingesetzt. Ansonsten eigentlich relativ stabil alles. Gut, hier finde ich auch, dass das hier, dieser Ausschnitt, Armaturenbrett, Lüftung und ja, dieser ganze Windschutzscheibenausschnitt auch nicht unbedingt die Scheibe wirklich bräuchte. Das ist natürlich bei einem Technikmodell eh nicht so vorgesehen. Von daher passt das alles. Jetzt gucken wir nochmal drunter. Da sehen wir auch, da leuchtet jetzt ein bisschen rot durch von den Dämpfern und von den Sitzen. Und dann ist es eigentlich nur noch schwarz und grau und natürlich die Wagenfarbe. Also wirklich schöner Unterboden auch. Und hier sieht man auch, wie nochmal die Kurbelwelle arbeitet mit dem Differential.
Und auch eben die Möglichkeit, das von vorne zu drehen, das ist schon gut gemacht, definitiv. Hier sieht man noch den Hebel von dem Kofferraum, von der Kofferraumarretierung. Und das ist schon eine schöne Spielerei, finde ich. Und ja, mit dem Türmechanismus, das gefällt mir jetzt auch besser, weil ich es ein bisschen leichtgängiger gemacht habe. Deswegen bin ich auch der Meinung, hier hätten, es ist ein absoluter Luxus, ne, also so einen Türverschluss noch zu machen. Hier hätten auf jeden Fall die etwas weicheren reingemusst, aber die haben halt jetzt der Einfachheit halber da eine Variante geliefert und es gibt ja davon etliche. Also im Prinzip haben wir bei den Türen alleine vier. Dann nochmal bei der Hinterachse haben wir zwei und bei der Vorderachse auch nochmal zwei. Und das ist ja dann schon eine gute Anzahl. Ja, jetzt hoffe ich, ich habe nichts weiter vergessen. Also ich finde ihn auf jeden Fall super gelungen. Und hier oben werde ich noch mal gucken, ob ich hier das auch noch irgendwie verkleidet bekomme. So ein bisschen bastel ich vielleicht noch mal ein bisschen. Mal schauen. Auf jeden Fall coole Sache. Hier bei dem Spoiler muss ich auf jeden Fall noch mal gucken. Da stimmt irgendwas nicht so richtig. Hoffe ich, kriege ich noch in den Griff. Gut, das soll's von dem Modell gewesen sein, der Audi R8 von Mold King. Ich wünsche euch was, bis bald, ciao.